Hi. Tja, heute wollte ich eigentlich ein Video im Wald machen, aber es ist schon wieder zu spät geworden dafür. Und nach einem, glaube ich, 13 Stunden Arbeitstag dachte ich mir, heute geht's nicht in den Wald. Aber ich wollte eigentlich für die Facebook-Gruppe Bushcraft Beyond Survival ein Video drehen, wo es auch darum ging, wie man zum Bushcraften gekommen ist. Das muss ich dann leider verschieben, weil das Thema ist zu umfangreich, als dass ich das jetzt hier in einem Viertelstunden-Video abgrasen kann. Deshalb habe ich mir für heute gedacht, ich zeige euch meine Lieblingsmesser. Das sind günstige Messer bis etwas teurere. Also günstig heißt 10 € und etwas teurer 400 €, wobei das 400 € Messer heute 1200 kostet. 1200 €. Ja, so verrückt kann die Welt sein. Und da ich gerne auch in meinen Videos etwas koche, koche ich heute mir wieder eine kleine Suppe aus der Tüte. Was ist, ja, was ist das für eine Suppe? Eine Spargelcremesuppe. Und damit fangen wir an. Und hier übrigens für 5 € bei Amazon bestellt eine Campinglaterne ohne Batterien. Die muss man nur aufdrehen. Schaltet man sie an. Zweimal etwas mehr Licht, dreimal volle Granate. Ich muss jetzt mal das Display vom von der Kamera drehen, um zu sehen, inwiefern sich das mit dem Licht verändert. Also nochmal. Aus, an, Stufe 2, Stufe 3. Gut. Ich habe hier meinen Notkocher. Der macht mir das Essen warm. Ist schon mal jemand aufgefallen, dass ich in letzter Zeit öfters was vergesse? Was habe ich denn heute vergessen? Ich gehe sie mal holen. Und da ist sie. So. Dann fangen wir mal mit meinen Lieblingsmessern an. Ich kann mal überlegen, ob ich mal das Licht einschalten soll. Ich muss jetzt mal das Display rumdrehen. Okay, weil es wird nämlich langsam dunkel. Wir haben 7:45. Das wäre jetzt mit Licht und das ohne Licht. Mit Licht, ohne Licht. Was ist besser? Ich weiß es nicht. Ich lasse mal das Licht an. Jetzt habe ich das Display umgedreht. Meine
fünf liebsten Messer. Die haben keine Reihenfolge. Da wäre zum Beispiel das Opinel Nummer 10. Das benutze ich gerne im Wald als Küchenmesser. Und da ist so eine richtig 90 Grad, 90 Grad Winkel hat, lässt sich damit auch prima mit dem Zündstall arbeiten. Ich habe jetzt hier einen ganz billigen, den ich eher als Gag gekauft habe, über eBay. Einen ganz kleinen Zündstall. Ich glaube, da habe ich 10 Stück gekauft für 3 Euro. Das war eigentlich nur ein Gag. Als erstes mache ich mal hier das Lanyard ab. Ich mag keine Lanyards. Die sind scheiße. Mach ein bisschen was von dem Korrosionsschutz ab und versuch das. Achso, da. Funktioniert nicht. Das ist extra geschliffen worden, damit es funktioniert. Es geht nicht. Also mache ich es hiermit. Normalerweise hält man ja das Messer, sollte vielleicht mal den Viroblock umdrehen, das Messer fest und zieht dann den Zündstall ab. Also für so ein popliges Ding, 10er-Pack, ist das nicht schlecht. So, also mein Opinel. Wie gesagt, die Messerreihenfolge ist nicht nach Wichtigkeit. Nummer 2 ist das Mora 746. Ist das die typische Mora-Schneide. Und einen wirklich sauguten Griff. Gummiert, sehr kräftig. Also ich kann mit meiner kompletten Hand umschließen. Die Plastikscheide, da scheiden sich ja die Geister. Ist das scheiße, ist das gut, ist das scheiße, ist das gut. Ich sage, es ist gut. Also ich mag diese Dinger, die sind robust. Man kann viel mehr mit ihnen anfangen. Ich habe zum Beispiel hier so einen kleinen Kompass drauf. Ranger Bands. Und wer sich hier an der Gürtelbefestigung aufregt, macht hier so ein kleines Band rum und dann macht ihr das an den Gürtel dran. Das hält ewig. Nummer 3. Von manchen Leuten als Comic-Heft-Messer betitelt. Das ist Bear Grylls Ultimate Survival Fine Edge. Es hat keine Serrations mehr. Und als ich mir das damals gekauft habe, das erste war meine Idee, ein günstigeres Brodigy oder ein LMF2 zu kaufen. Gerber steht seit, glaube ich, 80 Jahren dafür, gute Messer zu produzieren, robuste Messer zu produzieren, und die waren auch immer sehr seriös, als seriöse Messerfirma bekannt. Gut, jetzt kam dann Bear Grylls dazu, und sie haben als Merchandising dieses Messer produziert. Aber dieses Messer ist nicht deswegen schlecht, nur weil da Bear Grylls draufsteht. Die Klinge ist sehr dick, wie man sieht. Sie ist brüniert, aber die Schnitthaltigkeit ist für meine Begriffe ist sie wirklich sehr gut. Der Griff an sich
Es gummiert, hat hier die Möglichkeit, einen Spearpoint draus zu machen und einen Hammergriff oder einen Hammer. Oh, mein Wasser kocht schon. Und es gab da Bedenken, ob dieses dieser Hammer es schafft, einen Stein zu zerschlagen, ohne dass er kaputt geht. Ich mach's mal so. Bis auf ein bisschen Abrieb auf dem Hammerkopf, keine Probleme. Jetzt würde ich noch mal meine Spargelcremesuppe einrühren. Das mache ich mit bei dem Optimus Titansbock. Ein bisschen heiß. Also, drei Messer haben wir ausgearbeitet oder abgearbeitet. Messer Nummer 4. Nur gespannt, ob das jemand erkennt. Aus England. Das ist ein Original Bailey Messer. Vielleicht erkennt man das. Allein die Scheide ist sehr bekannt. Darin habe ich einen Feuerstahl. Ja. Und das Messer habe ich Before Bear Grylls so extrem bekannt wurde. Also ich habe es mir damals bestellt. Da war das, glaube ich, in der zweiten Staffel. Und da kannte ich den noch nicht. Und mir hat das Messer damals sehr gut gefallen. Es liegt verdammt gut in der Hand. Hat von Schneide und also von Klinge und Griff ein Verhältnis von ca. 50 mal 50. Deshalb macht es das auch so ergonomisch. Hat eine sehr gute Schnitthaltigkeit und die Scheide an sich spricht für sich. Das war mein erstes teures Messer. Das hat 400 Euro gekostet. 400 Euro. Und ich habe davon noch die mit den Serrations. Und 400 Euro werde ich nie wieder für ein Messer ausgeben. Nie wieder. Außer ich gewinne im Lotto. Das kostet mittlerweile 1200 Euro, wenn man das mal wieder auf eBay findet. Wie gesagt, diese ganzen Messer, die ich jetzt vorgestellt habe, die da gibt es keinen Anspruch auf Reihenfolge, wie ich die am liebsten mag. Aber jetzt kommt mein absolutes Lieblingsmesser. Das ist ein Martini. Ist aus Finnland. Kam mit einer sehr weichen und sehr schönen handgefertigten Lederscheide. Der Griff ist aus Birke und die Schneide unterscheidet sich nicht wesentlich von den Moras. Aber die Schnitthaltigkeit und die Schärfe sind echt beeindruckend. Und das ist mein absolutes Lieblingsmesser, wenn es darum geht, Outdoor zu arbeiten mit Holz. Ich tue mir echt schwer, das manchmal aus der Hand zu legen. Ich möchte es am liebsten an meiner Hand fest schweißen lassen oder so. Das ist ein 50-Euro-Messer. Und das ist kein Geld für diese Qualität. Also ich empfehle vor Mora. Mora ist Wahl Nummer 2. Vor den Mora-Messern ein Martini.
So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Hoffe, mein kleines Review von meinen Messerchen hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bewertungen, Kommentare und Subscriber werden selbstverständlich gerne gesehen. Und jetzt gibt es zum Abendessen eine Spargelcremesuppe. Dann gehe ich ins Bett. Ich muss nämlich um 2 Uhr aufstehen. So, gute Nacht, Leute. Croutons sind da übrigens schon dabei. Und jetzt macht euch ins Bett. Tschüss.